Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen Lust gebe. Wollt ihr nun, dass ich euch der Judenkönig Lust gebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen: Nicht diesen, diesen nicht, nicht diesen, sondern Barnabas. Nicht diesen, sondern Barnabas, Barnabas. Barabbas aber war ein Mörder. Da nahm Pilatus Jesum und geißelte ihn. Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebete, und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf und stunden auf. Viel Leiber der Heiligen.